So, und damit herzlich willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic mit dem Jedi-Ritter. Ja, in 2 Tagen geht es ja los mit dem neuen Addon. So. Und, sorry, ich muss gerade das Mikrofon richten. Und, ja, ich habe mir gedacht, in diesem Sinne werde ich mal mit dem Jedi-Ritter weitermachen. Und, ja, ich gucke erstmal in mein Postfach. Ja. Ist ja gut. Der ist immer noch so nervig wie vorher. Also wir machen jetzt ganz normal weiter mit dem Jedi-Ritter. Und sobald das neue Addon dann raus ist, geht es dann natürlich weiter mit dem Sith-Krieger, ne? Ist klar. So. Ach ja. Abonnentenbelohnung. Nochmal eine Abonnentenbelohnung. Nochmal eine Abonnentenbelohnung. Und ja, Freundschaftspaket. Habe ich gekriegt, weil ich meine Zeit lang als bevorzugter Spieler gespielt habe. So, das Flair nehme ich mit. Zack. Und ich würde aber ganz gerne nochmal zu irgendeinem Händler. Gott sei Dank haben wir hier einen. Das ist... Gott sei Dank spiele ich meine Let's Play Charts auf dem deutschen Server. Auf dem englischen Server habe ich nämlich gar nichts. Ich meine irgendwie Händler auf dem Schiff. Das ist echt... naja, wenn man das einmal hatte, will man es eigentlich nicht mehr missen. Das ist genauso wie als... immer Abonnentenspieler plötzlich nur noch als Bevorzugsspieler zu spielen. Ist auch nicht so geil. So, na dann. Wir müssen zum Überläufer. Reise zur Minenstation, das machen wir. Wo ist er denn? Da ganz oben. Taufrisch. Oh ja, vielen Dank, Kira. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Wo dürfen wir denn hin? Da, wieder taufrisch. Da ist er ja, unser Überläufer, unser Verräter, whatever. Grüße. Ich bin Wallis. Schön, dass ihr so schnell kommen konntet. Bitte verzeiht die Täuschung. Admiral Hacklin ist noch immer Darth Angrals treuer Diener. Aber sein Name war für dieses Treffen einfach zu praktisch. Er ist ein Sith. Tötet ihn! Also wirklich? Behandelt man so seine Familie? Familie? Kira, kennt ihr diesen Mann? Hört nicht auf ihn. Er versucht euch zu verwirren. Uns. Euer Padawan hat euch getäuscht. Kira ist kein Jedi. Sie ist ein Kind des Imperators. So wie ich. Und es ist an der Zeit, dass sie in die Obhut ihres Vaters zurückkehrt. Ich habe noch nie von irgendwelchen Kindern des Imperators gehört. Wer seid ihr? Die Auserwählten. Kinder, die ausgesucht wurden, um dem Ruhm unseres Vaters zu dienen. Eine Bestimmung, auf die wir stolz sein müssen. Verleugnet eure wahre Herkunft nicht. Ich bin kein Sith. Lasst nicht zu, dass er euch gegen mich aufbringt. Wir haben keinen Streit miteinander, Jedi. Kehrt zu eurem Schiff zurück und lasst Kira nach Hause kommen. Der Imperator will es so. Ich denke nicht. Der Imperator hat hier keine Macht. Im Gegensatz zu mir. Eure Selbsttäuschung ist irrelevant. Ihr könnt vor eurer Bestimmung nicht davonlaufen, Kira. Dank eures kleinen Streits mit Darth Angral weiß der Imperator, dass ihr am Leben seid. Und wo er euch finden kann. Wohin ihr auch geht. Vater sieht euch. Er sieht euch in diesem Moment. Und er will euch zurück. Ich würde lieber sterben, als ihn nochmal zu sehen. Wie ihr wünscht, Schwester. Okay, wir haben also... Ach, Alter. Ich sehe nichts. Boah, Alter.
Also der haut ja ganz schön rein. Trotzdem bin ich stärker. So, ein Kind des Imperators schon mal weg. So, Kira ist also ein Kind des Imperators. Ich glaube, das muss er uns nochmal näher erläutern. Was das jetzt ist, wieso, weshalb, warum? Ist die Banane krumm? Keine Sorge. So, mit uns ist Intercom kein Schiff. Woanders hier nochmal? Hier? Ja, hier. Ich hätte euch die Wahrheit schon vor langer Zeit erzählen sollen. Meine Eltern waren Sith. Aber der Imperator ist nicht mein Vater. Kind des Imperators ist nur ein Titel. Ich wurde meinen Eltern weggenommen, als ich noch ein Baby war. Zusammen mit anderen wie Wallis wurde ich in der Sith-Akademie herangezogen. Es war furchtbar. Warum wurdet ihr in der Sith-Akademie aufgezogen? Wozu hat man euch ausgebildet? Na, wozu wohl? Ich sollte Jedi töten und andere schreckliche Dinge tun. Aber das war noch nicht alles. Hin und wieder wurden die anderen Kinder fortgebracht, um unseren Vater zu sehen. Danach waren sie alle anders. Und keiner konnte sich daran erinnern, den Imperator getroffen zu haben. Eines Tages bemerkte ich, dass ich nichts mehr von der vergangenen Woche wusste. Sie haben mit mir dasselbe getan. Langsam verstehe ich. Ihr seid vor den Sith geflohen, oder? Niemand behandelt mich wie einen Druiden und kommt damit davon. Ich war noch ein Kind. Klein genug, um mich auf einem Versorgungsschiff davonzustehlen und den imperialen Raum zu verlassen. Ich habe einige gefährliche Orte kennengelernt, bevor ich Meisterin Kiwix getroffen habe. Sie hat mich zu den Jedi gebracht, mein Leben verändert. Habt ihr Meisterin Kiwix von eurer Vergangenheit erzählt? Nein. Was hätte ich ihr denn sagen sollen? Übrigens, ich wurde als Sith geboren. Ist das ein Problem? Ich habe immer gewusst, dass ich eines Tages mit der Wahrheit rausrücken muss. Ich hatte nur gehofft, mich erst als Jedi beweisen zu können. Jetzt weiß der Imperator, wo ich bin. Und die Sith werden niemals aufhören, mich zu jagen. Doch, das ist jetzt schwierig. Meisterin Satil und die anderen müssen davon erfahren. Ich bin bereit, die Wahrheit zu sagen. Meisterin Kiwix, dem Jedi-Rat, allen. Keine Geheimnisse mehr. Wir sollten vielleicht den General wissen lassen, dass er seinen Admiral nicht bekommt. Das sehe ich auch so. Okay, war doch die richtige Entscheidung, die helle Seite zu nehmen. Ich war nämlich fast verführt, die dunkle Seite zu nehmen, aber ihr habt mir gesagt, beim Jedi keine dunkle Seite. Nur beim Sith. Der Admiral ist niemals hier gewesen, General. Es war eine Falle. Verdammt! Es tut mir leid, dass ihr aufgrund einer Lüge dieser Gefahr ausgesetzt wart. Es soll nicht wieder vorkommen. Leider gibt es weitere schlechte Nachrichten. Eure Jedi-Meister haben beide ihre letzten zwei Com-Checks verpasst. Das sieht Meisterin Kiwix gar nicht ähnlich. Zu welchem Planeten habt ihr sie denn entsandt? Nach Tatooine. Meister Orgis ist auf Alderaan. Ihr müsst herausfinden, was mit ihnen und unseren Waffenlaboren geschehen ist. Ich verstehe, General. Aber es gibt da noch etwas. Diese Falle war für meinen Padawan gedacht. Kira ist ein Sith-Flüchtling. Ich habe gerade erfahren, dass sie ein Kind des Imperators ist. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass auch ihr Jedi vor der Unterwanderung durch die Sith nicht sicher seid. Eure Mission ist zu wichtig, um derart gefährdet zu werden. Dieser Padawan muss weg. Ihr vergreift euch im Ton.
Ich bin nicht einer eurer Soldaten. Nein, ihr seid ein Jedi. Und ich erwarte, dass ihr mich mit Respekt behandelt. Kinder des Imperators. Und als nächstes fallen dann Armeen von Durastahl gepanzerten Rancors vom Himmel, ja? Möge die Macht mit uns allen sein. Vasatra, Ende. Bringen wir es hinter uns. Meisterin Kiwix und Meister Orgas brauchen unsere Hilfe. Ich gehe in mein Quartier und meditiere. Sagt mir Bescheid, wenn wir Tython erreichen. Verdammt, das war die falsche Wahl, die Antwort, aber ich habe jetzt irgendwie nichts Falsches daran gesehen, ihm das zu sagen. Na gut, wir gehen erstmal nach Tython. Sprich mit dem Hohen Rat der Jedi. Na gut, wir hätten ihn vielleicht rauslassen sollen. Okay, das war vielleicht ein Fehler, aber was soll's. Jetzt ist es passiert. Ich mach's auch nicht rückgängig. So schnell stirbt niemand. So. Na dann wollen wir mal Rede und Antwort dem Jedi-Orden stehen. Dem Jedi-Rat besser gesagt. Mal gucken, was die sagen. Ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt sagen, Kira, du bleibst hier. Warte mal, hier lang. Ich kenne mich bei den Jedis kaum aus. So schnell stirbt niemand. So, na dann. Meisterin Satil, meine Mission ist komplizierter geworden. Meister Orgas und Meisterin Kiwix sind verschwunden. Ich werde auf Tatooine und Alderaan nach ihnen suchen. Aber zuerst muss mein Padawan euch etwas sagen. Kira? Ich wurde auf Drom und Kaas geboren. Meine Eltern waren Sith. Puh, beim zweiten Mal fällt es viel leichter. Das war aber noch nicht alles. Das will ich auch hoffen. Gebt mir etwas Zeit, den Rat zu versammeln. Die meisten von uns sind nicht auf Tython. Und dann hat mein Meister mich davon überzeugt, herzukommen und es euch zu erzählen. Das war so ziemlich alles. Wir haben Gerüchte über diese Kinder des Imperators gehört. Aber jetzt haben wir endlich den Beweis für ihre Existenz. Es ist beunruhigend, dass wir nie die Wahrheit gespürt haben, seitdem Meisterin Kiwix Kira zu uns gebracht hat. Das macht sie umso gefährlicher. Sie muss eingesperrt werden. Kiras derzeitiger Meister sollte ein Wörtchen mitzureden haben. Was schlagt ihr vor? Die Situation erfordert keine Maßnahmen. Ich dachte nur, dass ihr die Wahrheit wissen solltet. Und jetzt, da wir sie kennen, dürfen wir die Gefahr nicht ignorieren, die sie für unseren Orden darstellt. Ihr erlauben, ein Padawan zu bleiben? Ein Jedi-Ritter zu werden? Unvorstellbar! Wirklich? Haben wir von den Kindern des Imperators nicht erst durch einen Sith erfahren, der sich zur hellen Seite bekehrt hat? Meister Braga spricht die Wahrheit. Jeder kann gerettet werden. Angesichts eurer Abstammung war es nur natürlich, dass ihr Angst vor unserer Reaktion hattet. Jetzt zählt nur, dass ihr eure Vergangenheit hinter euch lasst und euch ganz der Sache der Jedi hingebt. Könnt ihr das? Das versuche ich schon, seit Meisterin Kiwix mich gefunden hat. Kira ist ein guter Padawan. Ich vertraue ihr mein Leben an. Da habt ihr es. Ich brauche keinen weiteren Beweis für Kiras Loyalität. Richtig. Und ich denke, am besten ist es, wenn Kira da bleibt, wo sie jetzt ist. Das ist ein Fehler. Wenn Meisterin Kiwix hier wäre, würde sie dasselbe sagen. Bis sie zurückkehrt, steht das Urteil dieses Rats fest. Kira ist am sichersten in eurer Obhut.
Schön, dass ihr ihr noch eine Chance gebt. Ich verspreche, dass ich euch stolz machen werde. Selbst euch, Meister Kaedan. Es war die richtige Entscheidung, uns zu informieren, aber jetzt solltet ihr zu eurer Mission zurückkehren. Möge die Macht auf Tatooine und Alderaan mit euch sein. Sehr schön, hat man das geklärt? Geht wieder nicht. So, also bis auf einen sind die Jedi eigentlich jetzt nicht so wirklich in der Stimmung, Kira einzusperren, wo ich ganz froh drüber bin. Und jetzt geht's weiter nach Tatooine. Mein Schiff, da wollen wir hin. Ich kenne die Planetenmission da gar nicht mehr. Da muss ich mich jetzt wirklich überraschen lassen. So. Nochmal das Intercom des Schiffs. Na dann. Oh, was hier heute gelabert wird. Glaubt nicht, dass ich nicht weiß, welches Risiko ihr eingegangen seid, als ihr zu mir gehalten habt. Dank euch habe ich mich stärker gefühlt. Ihr seid eine tolle Meisterin. Und eine gute Freundin. Wir stehen das gemeinsam durch. Ich weiß, dass ihr dasselbe für mich tun würdet. Jetzt ja. Das schulde ich euch wirklich, nach allem, was ihr getan habt. Ich bin bereit, wenn ihr es seid, Meister. Gut. Können wir jetzt endlich nach Tatooine aufbrechen? Die Schocktrommel. So, mit Kira quatschen wir später. Ich will jetzt erstmal hier wieder. Das mal jetzt erstmal genug gequatsche. Oh, hallo. Geh mal an. General, ich bin auf Tatooine. Hat Meisterin Kiwix sich gemeldet? Negativ. Und bevor ich alles weitere mit euch bespreche, möchte ich eines klarstellen. Meisterin Satine hat mich über ihre Entscheidung bezüglich Kira informiert. Ich bin nicht damit einverstanden. Der Hohe Rat der Jedi mag eurem Padawan vertrauen, aber das heißt nicht, dass ich das ebenso tue. Kira ist loyal. Ich garantiere, dass ihr eure Meinung über sie ändern werdet. Oder auch nicht. Lassen wir seine Optionen einfach offen. Machen wir weiter. Das Letzte, was wir gehört haben, ist, dass Kiwix unsere Waffenforschungsanlage gesichert hat. Seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Eine feindliche Operation ist das wahrscheinlichste Szenario. Aber auf Tatooine ist alles möglich. Wenn es so gefährlich ist, warum wurde Tatooine dann für die Waffenforschung gewählt? Auf Tatooine gibt es Millionen Quadratkilometer unbewohntes Land. Perfekt für unsere Zwecke. Dr. Godera wird euch über das Waffenprojekt informieren. Doktor? Die Forschungsanlage auf Tatooine hat ein Gerät mit dem Codenamen Schocktrommel entwickelt. Die Waffe entlädt extrem starke Ultraschallvibrationen in den Boden. So können feindliche Befestigungen auf mikroskopischer Ebene beschädigt werden. Sie werden praktisch aufgeweicht. Vibrationen können jeden verletzen, der ihnen zu nahe kommt. Aber das ist noch nicht alles. Die Schocktrommel erschüttert auch den Kern des Planeten. Bei kritischer Masse explodiert er. Eine Waffe mit solch zerstörerischer Kraft darf nicht zum Arsenal der Republik gehören. Wir haben das gesamte Potenzial erst vor kurzem entdeckt. Ich habe weitere Tests verboten. Es gibt jedoch einen voll funktionsfähigen Prototyp der Schocktrommel in unserer Anlage. Wenn Darth Amgral ihn entwendet hat, könnte das katastrophale Folgen haben. Da wir keine Informationen von der Anlage oder von Meisterin Kiwix erhalten, müssen wir das Schlimmste befürchten. Ich spüre Meisterin Kiwix durch die Macht, aber nur schwach. Ich glaube, sie stirbt. Fühlt ihr ihre Umgebung? Wo ist sie? Ich bin nicht sicher. Es ist dunkel.
Sie gibt alles, was sie hat, um am Leben zu bleiben. Ich habe dort keine republikanischen Kontakte, die euch helfen könnten. Ihr seid auf euch allein gestellt. Unsere Anlage liegt in einem abgelegenen Teil der Wüste. Ich übermittle euch die Koordinaten. Viel Glück. Wasserter Ende. Okay, na dann wollen wir mal Meisterin Kimmix retten.